Willkommen. Der letzte Tag ist da. Der 40. Tag der Fastenzeit, der Karsamstag. Das Wort für heute lautet: Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Das Wort stammt schon aus der Lesung der Osternacht. Es ist eine große Panik ausgebrochen. Die Ägypter kommen und man will was machen, oder man sieht keinen Ausweg mehr. So unbekannt ist das nicht. Ich erlebe das öfter bei mir oder bei anderen, dass viel ansteht und es bricht ein wenig Panik aus. Wie soll das gehen? Wie sollen wir das schaffen? Wie soll das möglich sein? Und da hinein das Wort: Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Und gleich als nächstes bekommt Mose den Auftrag, das Meer zu spalten. Es ist ein Moment großen Gottvertrauens. Und bitten wir doch darum, dass uns das erhalten bleibt, auch über die Fastenzeit hinaus. Ein großes Maß an Gottvertrauen. Oder wie es das Schild hinter mir sagt: Hang on to hope, halte an der Hoffnung fest. Der Hoffnung, dass es Gott gibt, dass wir Gott nicht gleichgültig sind und dass Gott für uns längst am Werk ist, wo wir schon in Panik sind und es manchmal gar nicht müssten. Die Ruhe, darin liegt die Kraft, so sagt man. Das glaube ich wirklich. Wir haben das in der Pandemie öfter mal erlebt, wenn die Sorgen groß wurden, dass es eher half, gut nachzudenken. So wünsche ich allen, die das sehen, ein gesegnetes Osterfest, wenn dann die Osternacht beginnt und die Tage danach. Und nicht vergessen, der Herr kämpft für uns. Wir können ruhig abwarten. Wir brauchen nur die Hoffnung, nicht aufzugeben. Allen ein frohes und gesegnetes Osterfest.